Wir gehen jetzt da raus, Männer, von der ersten Minute an und rennen um unser Leben. Vergessen dabei nicht die taktische Ausrichtung. Und wenn wir das machen, sind die 3 Punkte unser nach dem Spiel. Viel Erfolg, Mann. Okay. Können schreien, wie sie wollen, Männer. Die putzen wir weg heute. Ich weiß sehr wohl zu schätzen, wie viele Menschen diesen Beruf überhaupt in Deutschland ausführen dürfen. Und deswegen freue ich mich jeden Tag, wenn ich aufstehe, dass ich diesen Beruf ausüben darf. Weil es einfach das Geilste ist, was man sich vorstellen kann. Wenn du es nicht schaffst, ganz natürliche Autorität auszustrahlen, mit Zusatzmitteln, schaffst du es nicht. Viele glauben, dass es einfach immer ein Traumberuf ist. Ne? Sie haben dann einfach auch Druck. Ja? Wenn sie dadurch psychische Probleme bekommen, dann hilft ihnen das Geld ja nichts. Ne? Das ist knallhart, was wir hier machen. Wir spielen um die Früchte für ein ganzes Jahr. Ich werde in der ersten Liga trainieren, das ist Fakt. Wenn du in einen Verein kommst mit einem schlechten Präsidium, bist du verloren. Fertig. Mein persönliches Zufriedenheitsgefühl darf einfach nicht mehr von Ergebnissen abhängig sein. Das ist einfach so der Punkt. Also wenn es in der Vergangenheit so war, dass wenn wir mal unentschieden gespielt haben oder verloren haben, ging es mir persönlich schlecht, auch privat. Wir stehen immer unter Starkstrom. Wir waren nie über dem Grenzbereich, aber wir bewegen uns im Grenzbereich. Ich glaube, das ist ein generelles Gesellschaftsproblem, das wir haben. Wenn er zweimal verliert, wie kann denn das möglich sein, dass man seine Arbeit, die vorher ein Jahr hervorragend war, mit 2 Niederlagen plötzlich negativ betrachtet? Was hat er denn anders gemacht? Also dieser Druck, der ist ja wahnsinnig, der aufgebaut wird. Natürlich nicht sozialkritisch sein, aber was wir hier aufbauen, ist brutal. Liebe Gesellschaft, was ist denn hier eigentlich los? Wir geraten in eine Situation rein, wo ich der Meinung bin, wir kommen da gar nicht mehr raus. Das ist ein Strudel. Irgendwann macht's Bingo. Wir machen keinen Schritt weniger. Ja, wir sind 2 Mann mehr. Ich will, dass wir aber 3 Mann mehr sind. Wir reißen uns den Arsch da drin auf.